Ich rufe auf die Zusatzpunkte 5 und 6, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Technisierung statt Zuwanderung für einen Arbeitsmarkt der Zukunft. Zu dem Gesetzentwurf liegen ein Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP sowie ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU und der Fraktion Die Linke vor. Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und zuerst hat das Wort für die Bundesregierung die Bundesministerin für Inneres und Heimat, Nancy Faeser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für die Bundesrepublik Deutschland. Wir werden heute hoffentlich das modernste Einwanderungsrecht der Welt beschließen. Meine Damen und Herren, das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zählte allein Ende 2022 fast 2 Millionen offene Stellen, so viele wie noch nie. Der Mangel an Fachkräften gilt als eine der größten Wachstumsbremsen für die Wirtschaft in Deutschland. Und es fehlen überall Fachkräfte. In der Pflege, in den Krankenhäusern mit Ärzten, in den Kindertagesstätten, in den Schulen, bei den Facharbeiterinnen und Facharbeitern und vor allen Dingen beim Handwerk und zunehmend, das will ich auch an dieser Stelle einmal erwähnen, in der öffentlichen Verwaltung, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es mehr als geboten, dass wir dieses wichtige Zukunftsthema anpacken. Das tun wir heute. Diese Ampelkoalition handelt, meine Damen und Herren. Und wir handeln vielfältig. Wir haben gestern gehandelt, und da danke ich meinem Kollegen Arbeitsminister Hubertus Heil vor allen Dingen für das wirklich vorbildliche und großartige Aus- und Weiterbildungsgesetz, was junge Leute, junge Menschen in Deutschland befähigt, einen echten Abschluss und damit eine echte Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Wir können es uns nicht leisten, das Potenzial der jungen Menschen in Deutschland liegen zu lassen, meine Damen und Herren. Mit einer Ausbildungsgarantie, die wirklich vorbildlich ist und den jungen Menschen echte Chancen gibt. Ich sage aber auch, es braucht auch eine Steigerung der Frauenerwerbsquote. Und dafür müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen in der Betreuung neu und besser geschaffen werden. Das können wir uns auch nicht mehr leisten angesichts dieser Themen. Und meine Damen und Herren, es braucht Zuwanderung von außen. Wir brauchen allein 400.000 Menschen, die in unser Land kommen. Und deshalb ist dieser Gesetzentwurf ein Riesenschritt für die Zukunft unseres Landes. Und meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat einen guten Gesetzentwurf vorgelegt, aber die Parlamentarier haben ihn noch viel besser gemacht. Und dafür herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Dieser vorgelegte Gesetzentwurf sichert den Wohlstand in Deutschland. Und ja, es braucht eine Begleitung zu diesem Gesetzentwurf. Selbstverständlich müssen wir uns darum kümmern, dass dieser Gesetzentwurf in der Praxis auch umgesetzt wird. Das heißt, die Verfahren zu straffen. Das heißt, maßgeblich Bürokratie abzubauen. Und es muss handhabbar sein. Ich finde nicht hinnehmbar, dass wir jetzt eine Situation haben, wenn man eine Pflegekraft aus dem Ausland holen will, dass man 17 Anträge dafür braucht. Damit muss Schluss sein, meine Damen und Herren. Ich war letzte Woche, Anfang der Woche in Tunesien und ich habe bei einem Programm der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit tolle junge Menschen kennengelernt. Einen jungen Mann und eine junge Frau.
Er, 27 Jahre jung, technisches Abitur, gelernter Kfz-Mechatroniker. Sie, 24 Jahre, auch mit Hochschulreife und einem Berufsabschluss im Bereich Logistik. Sie sprachen beide perfekt Deutsch. Das sind die jungen Leute, die eine Chance haben müssen, wirklich unbürokratisch und bald hier in Deutschland dabei zu unterstützen, unseren Wohlstand zu sichern, meine Damen und Herren. Das bewirkt das neue Gesetz. Und zwar mit zwei grundlegenden Änderungen. Künftig braucht man kein kompliziertes Verfahren mehr, um vorher die Anerkennung des in einem Land anerkannten Berufsabschlusses in Deutschland nachzuholen. Das kann man jetzt direkt mit einem Arbeitsvertrag hier machen. Und das zweite wesentliche Änderung ist die Chancencard. Endlich ein Punktesystem für die Chancen der Menschen aus der Welt zu nutzen und damit auch gleichzuziehen mit Einwanderungsländern, wo es funktioniert, mit den USA, mit Australien, mit Kanada. Das ist eine echte Veränderung und Verbesserung. Und meine Damen und Herren, das ist es, was es braucht, um die besten Kräfte nach Deutschland zu holen. Und deshalb nochmal meinen ganz herzlichen Dank an alle Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker aus dem A&S, aus dem Innenbereich, der Ampelkoalition, der SPD, den Grünen und der FDP und vor allen Dingen auch an meinen Kollegen Hubertus Heil, auch für den persönlichen Einsatz. Und ich glaube, es ist ein schönes Geburtstagsgeschenk für Mahmut Özdemir heute. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns diesen Aufbruch heute gemeinsam gestalten. Deswegen werbe ich um Ihre Zustimmung. Und ich möchte an einen kurz am Ende erinnern, der sicherlich sehr stolz wäre, dass wir das heute auf den Weg bringen. Das ist der ehemalige Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann, der vor Jahren schon ein modernes Einwanderungsgesetz gefordert hat. Meine Damen und Herren, ich werbe um Ihre Unterstützung für ein modernes Einwanderungsrecht in ein Einwanderungsland. Herzlichen Dank für Ihre tolle Arbeit. Nancy Faeser bedankt sich bei den Fraktionen, die einen Gesetzentwurf der Bundesregierung besser gemacht haben, wie sie sagt. Und sie findet, dass dieser Gesetzentwurf den Wohlstand Deutschlands sichern wird und verspricht einen Bürokratieabbau. Letzteres müssen wir dann auch erstmal sehen. Zuwanderung in den Arbeitsmarkt ist dringend notwendig in Deutschland. Im vergangenen Jahr konnten 630.000 offene Stellen nicht mit passend Qualifizierten besetzt werden. Gleichzeitig sind allerdings 2,6 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 35 Jahren ohne Berufsausbildung gewesen im Jahr 2021. Andrea Lindholz, stellvertretender Fraktionsvorsitzende der Union, hat jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nur 3 Jahre nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz von Union und SPD hat die Ampel Änderungsvorschläge im Bereich der Arbeitsmigration vorgelegt. Wir hätten uns zunächst die Auswertung des im Jahr 2020 beschlossenen Gesetzes gewünscht und den Abbau von Bürokratie. Aber Vorschläge in diesem Bereich verdienen natürlich eine unvoreingenommene Prüfung. Denn ja, es ist so. Wir brauchen gut qualifizierte Zuwanderer auch aus Nicht-EU-Staaten, um zum Beispiel in der IT-Branche oder im Gesundheitsbereich, denn die 1,7 Millionen offenen Stellen hierzulande werden wir nicht alle mit Menschen aus Deutschland und aus der EU besetzen können, auch wenn das natürlich ein vorrangiges Ziel bleibt. Wer sich aber den Gesetzentwurf und die Änderungen der Beschäftigungsverordnung anschaut, der wird feststellen, da steht zwar Fachkräfteeinwanderung drauf, aber es ist vor allem die Zuwanderung von Geringqualifizierten aus aller Welt und ein neues Bleiberecht für Ausreisepflichtige. Das ist daher an vielen Stellen auch gerade keine Weiterentwicklung. Es ist ein Risiko, es ist nicht modern, es ist eine Mogelpackung und es löst vor allen Dingen gerade nicht die Lösung für unser Fachkräfteproblem in Deutschland. Einzelne Änderungen sind durchaus zu begrüßen, zum Beispiel die Ausweitung der Blue-Card-Regelungen für Hochqualifizierte. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf aber nicht zu Lohndumping und Teilzeitarbeit führen. Und auch die flexibleren Rahmenbedingungen für ausländische Studenten begrüßen wir ausdrücklich.
Wir haben aber drei zentrale Kritikpunkte. Erstens, die Anforderungen an die Qualifikation der Zuwanderer werden massiv gesenkt. Das betrifft das Ausbildungsniveau, das betrifft Ausbildungsstandards und das Sprachniveau. Und damit wird die gute Qualität von Arbeitsergebnissen in der Zukunft gefährdet. Zweitens, mit Ihrem speziellen Punktesystem, gerade an die FDP gerichtet, schaffen Sie ein Ampelbürokratiemonster, von dem vor allen Dingen Ausländer ohne Jobangebot und ausreichende Qualifikation profitieren. Sie haben noch in dieser Woche, und das nennen Sie fortschrittlich, das Sprachniveau auf die Stufe A1 abgesenkt. Das bedeutet einen Wortschatz von 300 aktiven Wörtern. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht am Arbeitsmarkt vorbei, denn mehr als ein Dreiviertel der 1,7 Millionen offenen Stellen können nur durch Fachkräfte und Hochqualifizierte besetzt werden. Und jetzt kommen wir noch zum Spurwechsel, den Sie jetzt vollendet haben. Von diesem Spurwechsel profitieren über 250.000 Asylbewerber. Und ich sage Ihnen eins, in der jetzigen Lage setzen Sie damit neue Anreize für illegale Zuwanderung nach Deutschland. Und das schafft auch keine Abhilfe, Ihr Stichtag. Und ich sage Ihnen auch, das ist in der aktuellen Migrationskrise genauso das falsche Signal wie die Tatsache, dass Sie das Wort Begrenzung aus dem Aufenthaltsgesetz streichen, weil Sie in Wahrheit die Begrenzung schon aufgegeben haben, auch wenn Sie hier regelmäßig, vor allem die Kollegen der FDP, das Gegenteil erzählen. Eine gute Anhörung zu diesem Thema. Und in der Anhörung wurde uns ganz klar gesagt, was es braucht, sind vor allen Dingen nicht gesetzliche Änderungen, sondern die bürokratischen überlangen Visaverfahren müssen beschleunigt werden. Und wir schlagen deshalb in unserem Entschließungsantrag die Einrichtung einer neuen digitalen Bundesagentur für Einwanderung vor, die sogenannte Work-and-Stay-Agentur, weil man mit der Digitalisierung von Anfang an wirklich qualifizierte junge und ältere Menschen auf der ganzen Welt relativ schnell und gut und einfach informieren kann. Und das wäre ein echter Paradigmenwechsel. Wir wollen nicht an der Qualifizierung schrauben, denn Qualifizierung ist der Dreh- und Angelpunkt für Chancen in unserem Land. Und wir wollen auch nicht, dass wir Fachkräfteeinwanderung und Asylmigration vermischen, sondern wir wollen es ausdrücklich trennen. Das ist der richtige Weg für Deutschland und das ist der richtige Weg für die Beseitigung des Fachkräftemangels, den wir in Deutschland haben. Vielen Dank. Andrea Lindholz hier mit einer scharfen Rede. Zu viel Bürokratie, Zuwanderung von Geringqualifizierten aus aller Welt, Bleiberecht für Geringqualifizierte, Vermischung von Asyl mit Arbeitssuchenden. Nächste Redner hier kommt von den Bündnisgrünen, Konstantin von Notz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Lindholz, Ihre Kritik, was Sie hier eben gesagt haben, ist an den Haaren herbeigezogen. An den Haaren herbeigezogen. Und Ihr Motto bei diesem Problem, über das wir hier heute reden, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle ideologisch verbohrten Leute, Frau Lindholz. Ja? Das hier heute ist ein gesellschaftlicher Meilenstein, zu dem Sie nicht in der Lage waren. Die größte Wirtschaftsbremse in diesem Land lösen wir hier heute. Wir gehen den Fachkräftemangel, der sich derzeit in vielen Bereichen der Wirtschaft so schmerzhaft zeigt, mit wirksamen Maßnahmen an. Und wir setzen damit in die Tat um, was Unternehmen überall im Land, ob kleine oder auch große, seit Jahren und Jahrzehnten immer und immer wieder von der Politik eingefordert, erwartet, ja, ersehnt haben. Wir stellen hier heute die Weiche, um Deutschlands Attraktivität als Einwanderungsland deutlich zu erhöhen und unseren Arbeitsmarkt im Wettbewerb mit anderen erfolgreichen Einwanderungsländern wie den USA endlich konkurrenzfähig zu machen. Und das ist eine wichtige und gute Sache, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die Einwanderung zum Arbeiten und zur Ausbildung wird über verschiedene Ansätze erleichtert, Frau Lindholz. Ganz konkret schaffen wir das, indem das neue Einwanderungsgesetz berufspraktische Erfahrungen in allen Branchen berücksichtigt und den Zugang für Fachkräfte zum deutschen Arbeitsmarkt für all diejenigen vereinfacht, die bereits einen Arbeitsvertrag mit Arbeitgebern in Deutschland abgeschlossen haben. Und mit der Chancenkarte erhalten Menschen Zugang zum Arbeitsmarkt auf Basis eines transparenten Punktesystems. Und das alles zeigt, wir packen als Ampel die Herausforderungen an mit zielgerichteten, wirksamen und pragmatischen Ansätzen. Und das ist ein wichtiger und überfälliger Schritt, meine Damen und Herren. Die Ampelfraktionen konnten in einem sehr konstruktiven und intensiven parlamentarischen Prozess noch wesentliche Verbesserungen erreichen. Die Bundesinnenministerin hat es gesagt. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt, über den wir uns, das darf ich sagen, als Grüne ganz besonders freuen, ist der Spurwechsel. Denn für alle nicht ideologisch Verbohrten, wer schon hier ist, egal aus welchem Grund er oder sie gekommen ist, hat jetzt die Chance, als Fachkraft, Frau Lindholz, in unserem Land tätig zu werden. Wir geben Menschen, die jahrzehntelang zum Abwarten und Nichtstun verdammt waren, endlich eine Perspektive, langfristig in Deutschland beschäftigt zu werden. Und das ist ein ganz entscheidender Beitrag zur Integration, um Bereiche gesellschaftliche Teilhabe zu erschließen, aber auch um die Menschen aus der staatlichen Abhängigkeit herauszulösen und die Kommunen und Ausländerbehörden zu entlasten, meine Damen und Herren. Und gerade weil bisher anderes gilt und die Vorteile so augenfällig sind, ist es wichtig zu betonen, wir machen die Selbstverständlichkeit zur Wirklichkeit und heben auch die Potenziale, die ohnehin schon in unserem Land vorhanden sind. Und das ist eine Win-Win-Situation für die Wirtschaft, die öffentliche Verwaltung und für unsere Gesellschaft, insbesondere für diejenigen, die hier dauerhaft arbeiten wollen, aber es bisher nicht durften. Aus dem Gesetz spricht die wichtige Erkenntnis, dass wir vor der Realität nicht die Augen verschließen, dass wir diese ideologische Blockade auflösen. Denn Deutschland ist ein Einwanderungsland schon sehr, sehr lange. Und deswegen ist es konsequent und richtig, dass wir politisch gestalten und ein modernes Einwanderungsrecht schaffen, um den Bedarf an Fachkräften endlich besser decken zu können. Ich möchte ganz herzlich, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss, danken allen, die daran mitgewirkt haben, den Mitarbeitenden, den Berichterstatterinnen und Berichterstattern, den parlamentarischen Geschäftsführerinnen der Ampel, Nancy Faeser und Hubertus Heil, auch für die Buletten, und meinen ganz geschätzten Kollegen Wiese und Kuhle, ganz herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Danke Ihnen. Konstantin von Notz mit einem Dank an die Beteiligten, einen tiefen Einblick in die Arbeitsweise. Offensichtlich gab es Buletten. Nächster Redner hier von der AfD, Norbert Kleinwächter, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr von Notz, ich könnte Ihnen nicht eindringlicher widersprechen. Deutschland ist kein Einwanderungsland, Deutschland ist ein Heimatland. Und das, was Sie unter Fachkräfteeinwanderung hier in über 100 Seiten Gesetzentwurf mal vorschlagen, könnte man eigentlich als einen Satz zusammenfassen. Jeder kommt rein, aber keiner fliegt raus. Offensichtlich sind Ihnen 305.000 ausreisepflichtige Personen noch nicht viele genug. Ja, Deutschland braucht Fachkräfte, aber Deutschland braucht die Fachkräfte nicht aus dem Ausland. Lassen Sie mich mal Ihre falschen Zahlen korrigieren, Frau Faeser. Ach, die ist schon gar nicht mehr da. Die kann die Wahrheit nicht verkraften. Der Bundesagentur für Arbeit sind 771.788 offene Stellen gemeldet. Nichts irgendwie von wegen 2 Millionen. 771.788. Und die entfallen vor allem auf die Branchen Verkehr, Logistik, Verkauf, Mechatronik und Elektronik, Gesundheitsberufe, Maschinen- und Fahrzeugtechnik. Sie merken, technische Berufe, kommunikative Berufe, Verkehrsberufe, die da fällig sind. Diesen knapp 780
50.000 Stellen stehen 5,5 Millionen Leistungsberechtigte im Bürgergeld gegenüber, von denen 3,9 Millionen erwerbsfähig sind, 2,5 Millionen komplett arbeitslos, 2,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Viele Hunderttausende Stellen entfallen in den nächsten paar Jahren durch Digitalisierung, aber auch dadurch, dass wir viele Zombie-Unternehmen auf dem Markt haben, die sich billigst über die EZB finanziert hatten, Billigstkredite, die demnächst aus dem Markt austreten. Seit 2014 haben Sie demgegenüber 2,5 Millionen sogenannte Flüchtlinge ins Land geholt. Allein letztes Jahr 1 Million Ukrainer, allein dieses Jahr 135.000 Personen aus aller Welt. Wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenige Leute in unserem Land hätten. Wir haben das Problem, dass wir viel zu viele Menschen in unserem Land haben, die sich nicht sozialisieren, die sich nicht qualifizieren und die sich auch nicht integrieren, außer in unser Sozialsystem. Aber Sie machen die Schleusen auf, und Sie haben es ja offen gesagt, Sie wollen Spurwechsel für diejenigen haben, die gar nicht da sein dürften. Deutsch spielt für Sie überhaupt keine Rolle mehr. Da reicht für viele Projekte jetzt Niveau A1. Da kann man Brot und Milch benennen, da kann man aber keine Konversation führen. Das sind Ihre Fachkräfte der Zukunft. Auch Berufserfahrung sind für die Grünen nicht so wichtig, das wissen wir ja. Deswegen schmeißen Sie die völlig über Bord. Das reicht jetzt dann 2 Jahre Berufserfahrung plus 2 Jahre Berufsqualifikation im Herkunftsland, was dort anerkannt ist. Und Sie wissen doch, liebe Grünen, dass in manchen Ländern der Welt sicherlich Berufsqualifikation durch Leistung erreicht wird, in anderen je nach örtlicher Sitte, aber eben auch durch käuflichen Erwerb oder fortgeschrittene Messerkunst. Und das will ich nicht als Fachkräfte bei uns mal eben anerkannt haben. Und da muss ich sagen, was Sie im Innenausschuss getrieben haben, ist ein Verbrechen. Das Qualifikationsgesetz von 2020 regelte ja noch, wer eine akademische Ausbildung oder eine Berufsqualifikation hat, der kann ein Aufenthaltsrecht bekommen. Dann hat Frau Faeser vorgelegt, der soll ein Aufenthaltsrecht bekommen. Und Sie regeln mal eben, die Rechtsfolge einer akademischen Ausbildung ist ein Aufenthaltstitel in Deutschland. Sie werfen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland völlig über Bord. Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Tut mir leid, so eine Politik kann man doch nicht machen. Und eine Frage habe ich da schon noch an Sie, Frau Faeser. Und das haben Sie leider nicht beantwortet. Was passiert denn, wenn der ach so qualifizierte Einwanderer doch nicht so qualifiziert ist und sofort wieder auf die Straße gesetzt wird und dann aber nicht heimreist? Haben Sie denn schon die Rückübernahmeabkommen mit allen Ländern? Haben Sie denn schon die Garantie, dass die heimreisen? Oder wird das nur wieder eine Einwanderung in die Sozialsysteme, wie so oft, meine Damen und Herren? Das geht nicht in Ordnung. Sie nennen qualifizierte Einwanderung, wobei Sie einfach nur die Altersgrenzen hochsetzen, die Gehaltsgrenzen runter und die Qualifikationsgrenzen quasi auf null. Und ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, warum ein Hochqualifizierter, der bislang Mindestgehaltsgrenzen von so ca. 60.000 Euro hatte, jetzt nach Deutschland kommen sollte, wo die Gehaltsgrenzen auf 40.000 Euro sinken. Also das macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Und sicherlich, es wird den einen oder anderen geben, der von Deutschland träumt, der unbedingt mal herkommen wollte, der auch herkommen wird. Aber mit Ihrer Politik ziehen Sie doch vor allem die Glücksritter an, die schon im Heimatland perspektivlos oder gnadenlos unterqualifiziert sind. Und erklären Sie mir mal, wie soll denn ein palästinensischer Schrottauto-Kfz-Mechaniker bei uns E-Autos reparieren? Soll ein nomadischer Ziegenhirt von der Steppe bei uns in der Viehwirtschaft Erfolg haben? Wie soll jemand, der nicht einmal grundlegende Sprachkenntnisse im Deutschen hat, im Verkauf brillieren? Sie haben keine Ahnung von der Realität, Sie Sozialisten. Die einzigen Effekte, die Sie mit der Chancenkarte und mit den Sprachkursen erzielen, wo man ja 20 Stunden in der Woche dazu arbeiten darf, ist, dass Sie einen gnadenlosen Konkurrenzdruck aufbauen. Und zwar mit den Studenten, die schon nicht mehr wissen, wie sie sich ihr Leben finanzieren sollen, mit den Rentnern, die nicht mehr wissen, wie sie sich ihr Leben finanzieren sollen, und mit den Niedriglöhnern, die nicht mehr wissen, wie sie sich ihr Leben finanzieren sollen, weil die Wohnungspreise so steigen, weil alle Preise steigen. Und die Leute prügeln sich jetzt auch noch mit ihren qualifizierten Einwanderern um Wohnraum und um die Billigjobs in der Bäckerei und beim Rewe, Jobs, die unsere Leute dringend brauchen. 250.000 Deutsche verlassen jedes Jahr Deutschland. 250.000 kehren unserem Land den Rücken, weil sie genug haben von ihrer linksgrünen Verbotspolitik. Und wissen Sie, wer stattdessen reingekommen ist in den letzten Jahren? Die Haupteinwanderungsländer waren, gut zuhören, Rumänien, Afghanistan, Indien, Bulgarien und Nordmazedonien. Es tut mir leid, aber mich beschleicht da irgendwie das Gefühl, dass das nicht gerade die Koryphäen der Qualifikation sind. Sie
Sie machen Deutschland zum Ramschland, und das ist nicht in Ordnung. Die Lösung ist eine völlig andere. Wir müssen Einwanderung begrenzen auf die wirklich Hochqualifizierten, so wie es Japan macht. Dazu gehört, wirkliche Mangelberufe zu erkennen, die Besten der Besten auszuwählen und dann auf wirklich hohe Qualifikation und hohe Sprachkenntnis zu achten. Nur so gelingt Integration. Wir müssen den Aufenthalt all derer beendigen und sie abschieben, die gar nicht hier sein dürften, zum Beispiel, weil sie über Drittländer gekommen sind, als sogenannte Geflüchtete. Und wir müssen uns um unsere 2,5 Millionen Arbeitslose kümmern, sie qualifizieren, ihnen eine Perspektive geben. Und da müssen wir eben auch das Sozialsystem unattraktiver machen. Aktivierende Grundsicherung ist das Stichwort. Vor allem müssen wir uns aber um unsere Familien kümmern, um die Kinder der Zukunft. Das ist die Zukunft Deutschlands. Und wenn ich überlege, dass Herr Professor Raffelhüschen eine Studie gemacht hat, in der er berechnet hat, dass jeder Migrant 450.000 Euro kostet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das Geld würde ich viel lieber in unseren Familien sehen. Denn wissen Sie was? Für Deutsche ist Deutschland die Heimat. Sie sind hier aufgewachsen, die haben mütterliche Liebe erlebt. Die wissen, wie die Leute ticken. Das können Einwanderer nie erleben. Sie bekommen hierfür einen Vorteil. Aber ein Hochqualifizierter wird nicht kommen in ein Land, in dem die Bahn nicht pünktlich fährt, in dem die Städte verschmutzt sind, in dem die höchste Steuer- und Abgabenlast der Welt existiert, bei relativ niedrigen Gehältern. Wenn wir unsere Heimat pflegen, wenn wir um unsere Heimat sorgen, erst dann wird Deutschland auch als Heimat für die wirklich Besten der Besten attraktiv. Haben Sie herzlichen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Johannes Vogel. Johannes Vogel, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP und stellvertretender Parteivorsitzender, hat maßgeblich an dem Gesetz mitgearbeitet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir müssen in der Migrationspolitik klar unterscheiden. Wen brauchen wir, wen schützen wir und für wen gilt keins von beiden? Und deshalb brauchen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, da Sie uns das so hinterlassen haben, in der Tat mehr Ordnung bei Flucht und Asyl. Da tut sich aber was. Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, Bundesregierung und Bund und Länder, der Durchbruch auf europäischer Ebene, mehr Tempo bei Rückführungen, schnellere Verfahren an der EU-Außengrenze. Es tut sich endlich was. Die irreguläre Migration muss runter und wird runtergehen. Und die reguläre Migration muss und wird hochgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Letzteres ist deshalb so wichtig, weil Ordnung und Offenheit eben keine Gegensätze sind. Wir brauchen auch mehr Offenheit für die klugen Köpfe und fleißigen Hände. Wir müssen in diesem Land endlich besser werden im globalen Wettbewerb um Talente. Und dafür sorgen wir mit diesem Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir alle kennen es doch aus Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern in unseren Wahlkreisen, IT-Unternehmer, die händeringend Programmierer, Digitalexperten suchen, Mittelständler, die händeringend Fachkräfte suchen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, alle Angehörigen, da gehe ich jede Wette ein, der Caritas in meinem Wahlkreis Olpe, dort im Vorstand, sind Mitglieder der Union. Und wissen Sie, was dieser Caritas-Vorstand mir letztens berichtet hat? Sie müssen und wollen jetzt in Tunesien nach Pflegekräften suchen, weil sie in diesem Land keine mehr finden. Und da müssen wir die Menschen endlich mal unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Selbst konservative Sauerländer verstehen also den Wandel der Zeit. Vielleicht überzeugt das irgendwann auch die Union des Sauerländers Friedrich Merz. Und jetzt reden wir darüber, was wirklich im Kern dieses Gesetzes steht. Welche Länder sind global erfolgreich im Wettbewerb um Talente und seit Jahren erfolgreich in der Migrationspolitik? Kanada, Australien und Neuseeland. Und an diesen Vorbildern wird sich Deutschland mit diesem Gesetz endlich vollständig orientieren. Und das ist seit Jahrzehnten überfällig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir ziehen endlich in jeder Hinsicht mit diesen Einwanderungsländern gleich. Wir schaffen ein Punktesystem, mit dem wir ein klares Signal an die Welt senden. Wer nach klaren Kriterien, Qualifikation, Arbeitsmarktbedarf, Sprache hierher kommen will, der ist herzlich eingeladen, das zu tun. Und wenn er oder sie einen Job findet, dann laden wir ihn oder sie auch ein, dauerhaft Teil unserer Gesellschaft zu werden. Und genau dieses Signal brauchen wir an die Welt, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wir verbessern zugleich die Regeln der Blue Card. Das ist bisher der erfolgreichste deutsche Einwanderungstitel, den wir schon haben. Aber zum Beispiel für Berufseinsteiger steht er gar nicht zur Verfügung. Und deshalb passen wir die Blue Card an. Wir machen das, was Experten uns seit Jahren raten, nämlich wir bauen die bürokratischen Hürden bei der Anerkennung von Abschlüssen ab. Darum geht es bei diesem Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und warum ist das nötig? Weil der Fachkräftebedarf heute schon enorm ist und weil er mit Blick auf den Renteneintritt der Babyboomer doch erst noch heftiger und massiver werden wird. Es geht aber nicht nur um Zahlen, das ist mir auch wichtig. Mit neuen Köpfen kommen auch neue Ideen. Heute schon geht das Wachstum der Patente nur auf Deutsche mit ausländischen Wurzeln zurück. Heute schon sind Unternehmerinnen und Unternehmer mit ausländischen Wurzeln innovativer. Das zeigt doch eines ganz klar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Qualifizierte Einwanderung sorgt für Wohlstandsgewinne. Und Wohlstand müssen wir uns auch in Zukunft erarbeiten in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es muss hierzulande auch künftig ausreichend Ärztinnen und Ärzte geben, auch auf dem Land. Es soll in diesem Land auch künftig Bäckerinnen und Bäcker, Konditoren geben. Wir brauchen auch künftig Heizungsbauer in diesem Land. Innovation, Wachstum muss möglich sein, auch im demografischen Wandel. Und übrigens auch, ich finde, auch in Zukunft muss man in diesem Land mit Freundinnen und Freunden in die Kneipe gehen können, um ein Bier zu trinken, ohne dass da ein Schild hängt, wegen Personalmangel geschlossen. Und deshalb müssen wir ran an die qualifizierte Einwanderung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland ist doch in Wahrheit schon lange ein Einwanderungsland. Einst kamen die Hugenotten, und dann hatten wir einen Bundesinnenminister, Thomas de Maizière. Dann kamen die polnischen Gastarbeiter, und dann wurde Deutschland mit einem Jürgen Grabowski im Kader 1954 Fußballweltmeister. Dann kamen Millionen Menschen aus der Türkei zu uns, und heute sind doch die wichtigsten Unternehmer in diesem Land Özlem Türeci und Uğur Şahin, deutsche Unternehmerpersönlichkeiten. Dieses Land ist schon lange ein Einwanderungsland. Und mit diesem Gesetz schaffen wir endlich auch ein modernes Einwanderungsrecht und damit eine Gesellschaft, die mit dieser Koalition ein klares Signal aussendet. Für uns zählt nicht, woher jemand kommt, sondern für uns zählt alleine, wohin er oder sie mit uns will. Und deshalb schreiben wir heute mit diesem Gesetz Geschichte. Vielen Dank. Johannes Vogel war das für die FDP, als angesprochen, man müsste mal wieder in die Kneipe gehen können und warum die Mitarbeiter gerade in der Gastronomie nicht mehr da sind, die vor Corona alle noch da waren, das kann mir allerdings keiner erklären. Gökay Akbulut jetzt für die Linke. Kolleginnen und Kollegen. Ja, auch wir Linke wollen, dass die Verfahren der Erwerbsmigration nach Deutschland erleichtert werden. Aber die Vorschläge im Gesetzesentwurf sind zu einseitig an die Interessen der Wirtschaft und Arbeitgeber ausgerichtet. Eine Reform des Einwanderungsrechts muss sich vor allem an menschenrechtlichen Gesichtspunkten orientieren. Wir Linke wollen, dass die Rechte der Migrantinnen und ihrer Familien gestärkt werden. Daher ist es zwar erfreulich, dass die Ampelkoalition den ursprünglichen Entwurf ergänzt hat und den Familiennachzug erleichtern möchte, davon sollen aber nur Fachkräfte profitieren. Wer hier etwa als leitender Angestellter, als Führungskraft oder als Unternehmensspezialist tätig ist, darf in Zukunft seine Eltern und auch Schwiegereltern nachholen. In diesen Fällen muss beim Familiennachzug auch kein Wohnraum mehr nachgewiesen werden. Wer aber keine Fachkraft ist, hier zum Beispiel in der Reinigung oder Gastronomie arbeitet, muss weiterhin Nachweise über ausreichenden Wohnraum vorlegen. Die Eltern dürfen im Regelfall auch nicht nachgeholt werden. Das ist eine Zweiklassen-Migrationspolitik, für die wir überhaupt kein Verständnis haben. Das Menschenrecht auf Familienleben gilt für alle. Es ist kein Privileg für Hochqualifizierte oder besonders Wohlhabende. Hinzu kommt, dass die Ampel beim Thema Ehegattennachzug weiterhin an den Sprachtests festhält und Ausnahmen wieder nur für Fachkräfte eingeführt hat. Mehr als 10.000 Eheleute werden pro Jahr voneinander getrennt, weil sie einen Deutschtest im Ausland nicht bestehen. Das ist reine Schikane und nicht länger hinnehmbar. Deshalb sagen wir Linke
Ja, die Erwerbseinwanderung muss erleichtert werden. Die Hürden für den Familiennachzug müssen gesenkt werden, aber bitte für alle gleichermaßen. Die Arbeitsbedingungen und die Löhne müssen für alle Beschäftigten mit und ohne Migrationshintergrund verbessert werden. Vielen Dank. Nächster Redner für die Bundesregierung, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon heute werden in Deutschland händeringend Fachkräfte gesucht. Warum eigentlich? Die Wahrheit ist, das ist erstmal Ergebnis einer guten Entwicklung am Arbeitsmarkt. Trotz all der Krisen der letzten Jahre waren noch nie so viele Menschen in Arbeit wie heute in Deutschland. 46 Millionen Erwerbstätige, 34,7 Millionen Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Wir haben im Gegensatz zu vor 20, 30 Jahren keine Massenarbeitslosigkeit mehr in Deutschland. Und deshalb sind Arbeits- und Fachkräfte heute knapp. Und das ist eigentlich der Ausfluss erstmal einer guten Entwicklung, auf die wir stolz sein können in Deutschland. Wirtschaft, Staat, Sozialpartner gemeinsam. Aber wenn wir die Weichen nicht stellen, wird das Problem größer. Weil ab 2025 die Generationen der Babyboomer, der vor 64 geboren, das waren sehr geburtenstarken Jahrgänge, wohlverdient in Rente gehen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir alle Register im Inland ziehen, um Arbeits- und Fachkräftesicherung zu betreiben. Der Deutsche Bundestag wird heute in zweiter, dritter Lesung auch das Aus- und Weiterbildungsgesetz beraten und hoffentlich verabschieden. Nancy Faeser hat davon gesprochen, dass wir die Frauenerwerbsbeteiligung steigern müssen. Wir haben ein Gesetz für den inklusiven Arbeitsmarkt geschaffen. Wir sorgen mit dem Bürgergeld dafür, dass Menschen, die in Langzeitarbeitslosigkeit stecken, durch Qualifizierung dauerhaft in Arbeit können. Und wir sorgen auch dafür, dass Menschen, die erfahren sind, länger arbeiten können in diesem Land durch Qualifizierung auch im Wandel. Das ist notwendig, damit Deutschland ein Wohlstandsland bleibt, dass wir alle Register der Fachkräftesicherung im Inland ziehen. Ja, natürlich werden Produktivitätsfortschritte auch einen Beitrag leisten. Die Digitalisierung, der Einsatz von KI bei der Fachkräftesicherung. Aber, meine Damen und Herren, die Aufgabe ist angesichts der Demografie unseres Landes so groß, dass wir auch deutlich mehr qualifizierte Einwanderung nach Deutschland brauchen. Und nun ist man das ja von einigen gewöhnt, von den Rechtsradikalen hier, dass die viel Meinung und wenig Ahnung haben. Aber was mich wirklich erschüttert, ist, dass die Union in dieser Debatte auf jede Form von ökonomischem Sachverstand verzichtet, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen das im Einzelnen sagen. Wir brauchen eben nicht nur ein paar Akademiker, sondern eben auch beruflich Qualifizierte. Wir brauchen Arbeitskräfte und Fachkräfte im Handel, im Handwerk, im Bereich der sozialen Dienstleistungsberufe und auch in der industriellen Produktion. Und deshalb ist es notwendig, nochmal inländische Potenziale anzusprechen und qualifizierte Einwanderung zu machen. Zweitens, mit diesem modernen Einwanderungsgesetz, das wir heute beschließen, sorgen wir auch dafür, das Thema Migration besser zu steuern und zu sortieren. Ja, wir haben eine humanitäre Pflicht im Bereich des politischen Asylrechts. Ja, wir zeigen uns großherzig bei unseren Nachbarn, die vor Krieg geflüchtet sind. Deutschland hat viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Das ist unsere humanitäre Verpflichtung, zu der wir stehen. Zweitens, ja, als Koalition mit unseren europäischen Nachbarn wollen wir irreguläre Migration reduzieren und auch dafür sorgen, dass nicht Menschen Opfer werden von Schleppern und Menschenhändlern, die dann ganz elendig, ganz oft im Mittelmeer ersaufen. Deshalb ist es richtig, dass wir Ordnung reinbringen. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass wir legale Einwanderung mit Migrationsabkommen, mit einem modernen Einwanderungsgesetz in diesem Land schaffen. Das ist in unserem Interesse. Und deshalb kann ich nur sagen an die Adresse der Union, Herr Merz, Sie müssen sich ja entscheiden, ob Sie mit Herrn Wüst klarkommen oder nicht. Das kann Deutschland nicht beschäftigen. Aber Sie sollten nicht rückschrittlich sein, wenn es um die vitalen wirtschaftlichen Interessen unserer Gesellschaft geht. Unsere Volkswirtschaft braucht Fachkräfte. Und wir können mit guten Gründen für unser Land werben, trotz mancher Probleme und Herausforderungen. Ich war vor einigen Wochen in Dahlewitz, hier vor den Toren Berlins in Brandenburg, bei einem Turbinenhersteller. Bei
Rolls-Royce, da arbeiten 2000 Menschen aus 50 Nationen. Und wenn man die Menschen fragt, die aus anderen Ländern qualifiziert in diesem Unternehmen arbeiten, warum sie sich für Deutschland entschieden haben, erfährt man Gutes über unser Land. Ich habe erlebt, jemand, der gesagt hat, wir sind eine starke Volkswirtschaft, wir haben ein gutes Aus- und Weiterbildungssystem, wir haben geregelte Arbeitszeiten in diesem Land und wir sind eben im Gegensatz zu anderen nicht aus der Europäischen Union ausgetrieben. Deutschland ist ein starkes Land. Wir brauchen alle helfenden Hände und klugen Köpfe, die wir brauchen können, im eigenen Land und durch gesteuerte, qualifizierte Einwanderung. Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Gesetz. Herzlichen Dank. Der Bundesarbeitsminister hat hier noch mal klargemacht, dass Deutschland Einwanderung braucht in den Arbeitsmarkt. Er hat aber auch die Menschen angesprochen, die im Moment ohne Arbeit dastehen. Zum Beispiel rund 2,6 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 35, die 2021 zumindest ohne Berufsausbildung waren. Deswegen wird die Ampel hier in anderthalb Stunden auch ein Aus- und Weiterbildungsgesetz lesen. Dann werden wir Hubertus Heil wahrscheinlich wieder hören. Jetzt der nächste Redner, Stefan Stracke für die Union. Ja, Deutschland braucht Fachkräfte. Und wir vermissen sie vor allem bei dieser Bundesregierung. Da wären Fachkräfte am besten aufgehoben. Denn Fachkräfteeinwanderung in diesem Land muss man richtig machen. Das Gesetz, das Sie heute als Ampel vorlegen, ist nicht das modernste, nicht das beste Einwanderungsrecht. Es ist schlechter als das, was wir haben, und deshalb lehnen wir dieses Gesetz ab. Denn die Grundlinie Ihres Gesetzes stimmt nicht. Es geht vollkommen in die falsche Richtung, denn Sie geben den Fokus der gesteuerten Zuwanderung von Fachkräften ohne Not auf. Sie verwässern die Qualifikationsanforderungen von denen, die wir brauchen, die unsere Volkswirtschaft braucht. Das ist das Gegenteil von ökonomischer Vernunft an dieser Stelle. Und das wird uns arbeitsmarktpolitisch auf die Füße fallen. Und Sie verwässern die Anforderungen an die deutsche Sprache. Das wird uns auch integrationspolitisch massiv schaden, denn wir wissen doch alle, Sprache ist der Schlüssel zur Integration in die Mitte dieser Gesellschaft. Herr Heil, das wussten Sie noch 2019, als wir gemeinsam das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen haben. Das vergessen Sie jetzt an dieser Stelle. Das ist wirklich ein ganz großer Fehlgriff. Und auch auf der Zielgeraden dieses Gesetzes steuern Sie treffsicher am eigentlichen Hauptproblem der Fachkräfteeinwanderung vorbei. Und das sind die überlangen Verfahren. Das sind die monatelangen Wartezeiten an den Visastellen in den Auslandsvertretungen. Da passiert seit Jahren nichts. Herr Heil, Frau Faeser, da sind Sie in der Verantwortung gewesen und jetzt in dieser Ampel die gesamte Regierung. Und hier passiert zu wenig. Und deswegen schlagen wir vor, wir brauchen statt eine Absenkung der Niveaus mehr Tempo in den Verfahren. Einfacher, digitaler, schneller werden. Das ist das, was wir an dieser Stelle brauchen. Deswegen eine Einwanderungsagentur an dieser Stelle. Und wir haben gegenwärtig richtig gute Regeln für die Einwanderung. Das betrifft sowohl die Qualifizierten, weil sie Hochschulabsolventen sind, wie die Fachkräfte mit einer beruflichen Ausbildung. Und wir messen Qualifikation an dem Maßstab, den wir im Inland haben. Das ist doch kein Selbstzweck, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind ein Industrieland. Wir brauchen die besten Köpfe, die besten Qualifikationen, damit wir im Wettbewerb bestehen können. Und dazu brauchen wir bestmöglich qualifizierte Fachkräfte. Und das, liebe Ampel, das nehmen Sie ohne Not zurück. Wenn Sie jetzt nur noch auf eine zweijährige staatliche Ausbildung im Ausland abstellen, auf eine Berufserfahrung von 2 Jahren, die im Übrigen mit der Ausbildung gar nichts zu tun haben muss, das ist das Gegenteil von bester Qualifizierung. Und das merken Sie ja auch. Das merken Sie auch, denn Sie machen eine Lohngehaltsschwelle hinein,
weil sie merken, dass das hier zu neuen Unsicherheiten führt. Das ist was, das, was sie tun, der völlig falsche Weg für eine Industrienation an dieser Stelle. Und die jungen Menschen werden sich auch fragen, warum muss ich mir denn eigentlich 3 Jahre hier im Inland ausbilden? Und die Steuerzahler und die Beitragszahler werden sich fragen lassen, nach 5 Jahren, wenn die Leute länger da sind, muss ich sie denn dann auch tatsächlich auch noch weiter qualifizieren? Schützt die Qualifikation von Zuwanderern auch vor Arbeitslosigkeit in diesen Bereichen? Und interessant ist ja letztendlich, Sie reden von Fachkräften. Tatsächlich steuern Sie nicht auf Fachkräfte zu, sondern auf Geringqualifizierte. 25.000 aus dem Westbalkan. 30.000 aus der kurzzeitigen Beschäftigung, 30.000 bei der Chancenkarte. Das macht 2/3 der Zuwanderung insgesamt aus, die Sie erzielen wollen. Das hat mit Qualifikation gar nichts mehr zu tun. Sie wollen keine qualifizierten Fachkräfte in Summe, sondern Sie wollen vor allem Niedrigqualifizierte. Und deswegen geht dieses Gesetz vollkommen in die falsche Richtung. Deswegen lehnen wir es auch ab. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert seit heute Morgen um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, genauer gesagt die Novelle desselbigen. Und die nächste Rednerin kommt von den Bündnisgrünen, Lamia Kadua. Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder des Bundestages, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr Stracke, das ist ja einfach unterirdisch, was Sie da gerade abgelassen haben. Also im Ernst, wenn Sie glauben, dass eine Absenkung des Sprachniveaus dazu führt, dass man sich schlechter integriert. Man integriert sich am besten dadurch, wenn man während der Arbeit Deutsch sprechen muss. Schon mal gemerkt? Aber egal, dafür sind Sie offensichtlich zu weit weg. Kennen Sie eigentlich jemanden, der tatsächlich als Fachkraft nach Deutschland gekommen ist? Fragen Sie mal Menschen auf der Straße nach Fachkräften. Die kommen und bleiben, sogar mit ihrer Familie. Und das ist wohl eher eine Seltenheit. Dabei ist der Familienmitzug, Studien zufolge, ein wichtiger Faktor für eine gelungene Integration. Und nicht nur das wird sich jetzt ändern, meine Damen und Herren. Das nun vorliegende Gesetz gibt erste notwendige Antworten auf die Frage der Einwanderung und Integration. Und darauf, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, können wir mit Recht stolz sein. Wir gestalten die Einwanderung durch ein faires Punktesystem. Wir schaffen endlich eine Grundlage für eine zukunftsfähige Einwanderungspolitik. Mit Erlaubnis der Präsidentin, endlich, endlich sind wir soweit. Eine richtig gute Nachricht für dieses Land. Im Wettstreit mit anderen erfolgreichen Einwanderungsländern wie die USA oder Kanada sind wir entscheidende Schritte weitergekommen. Die Herausforderungen sind groß. Das Einwanderungsdeutschland braucht dringend dieses Gesetz. Wir investieren in die Zukunft dieses Landes. Den langen benötigten Paradigmenwechsel in der Einwanderungs- und Integrationspolitik, er ist vollbracht, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns Grünen war immer wichtig, das hat Konstantin von Notz gerade auch hier erwähnt, dass auch Menschen, die bereits in Deutschland leben, weil sie um Schutz bitten, die Möglichkeit bekommen sollen, auch arbeiten zu können. Was haben wir nicht alles, erst vorgestern im Innenausschuss, für krude Argumente gegen den sogenannten Spurwechsel gehört? Menschen würden sich nun auf den Weg nach Deutschland machen, nur um diese Regelung für sich auszunutzen. Ich muss hier wirklich mal sagen, was haben Sie denn für ein Menschenbild, liebe CDU/CSU? Weder wollen die Asylsuchenden dann die Spur wechseln, sprich ihren Schutzstatus verlieren, noch wollen überhaupt alle Menschen nach Deutschland kommen. Nein, das Gegenteil ist ja der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Von der Realität erzählen uns auch alle Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen wir sprechen. Sie suchen alle verzweifelt nach Arbeitskräften. Und dagegen tut diese Regierung endlich was. Und wir haben als Parlament noch wesentliche Verbesserungen erreichen können in diesem Gesetz. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr bedanken bei allen, die daran mitgewirkt haben. Sehr geehrter Herr Kollege Merz, Sie sind ja jetzt wieder da. Was hatte das Innenministerium unter Horst Seehofer nicht alles versprochen? Arbeitskräfte für die lahmende Wirtschaft, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, einst als großer Wurf geplant, war am Ende ein ängstliches, provinzielles Migrationsreformchen. Die Menschen sind woanders hingegangen. Daher ist es uns sehr wichtig, dass wir zusätzlich zum Gesetz noch sehr viel stärker als bisher auf eine gelebte Willkommenskultur in allen Verwaltungsstrukturen drängen. Und das geht aber nur gemeinsam. Was ist denn Ihre Vorstellung von Integration? Wie sollen die Menschen hier ankommen? Sollen die sich da selbst drum kümmern, sich hier wohlzufühlen? Ich habe einen Vorschlag. Fangen Sie doch einfach selbst direkt an und heißen Sie Menschen willkommen in diesem Land. Indem Sie einfach aufhören, Ihre spalterischen und diskriminierenden Fehleinschätzungen, wenn es um das Zusammenleben in dieser Gesellschaft geht, zu beenden. Man sieht doch, was Sie hier die ganze Zeit bringen. Man hört es doch hier den ganzen Tag.
Es muss darum gehen, Menschen hier Teilhabe zu ermöglichen, ihnen Respekt entgegenzubringen. Nur dann kann es funktionieren, meine Damen und Herren. Ziehen Sie also Ihre bröckelnde Brandmauer zu den Rechtsnationalisten rechts von Ihnen endlich wieder hoch. Denn je weniger Menschen und je weniger AfD und Rechtsanhänger es hier gibt, desto mehr Menschen machen sich vielleicht auf den Weg, hier in dieses Land einwandern und leben zu wollen. Das Fachkräfte- Einwanderungsgesetz ist ein riesengroßer Schritt hin zu einer zukunftssicheren Zukunft und Einwanderungspolitik. Vielen Dank. Lamia Kadauer von den Bündnisgrünen wollte hier diese Zwischenfrage wohl nicht mehr in ihrer Rede zulassen. Von Kai Gottschalk, AfD, mal sehen, ob er... Nein. Also, es geht zunächst weiter hier mit Konstantin Kuhle. Er ist der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Gottschalk kann ja noch beantragen, dass seine Kurzintervention nach dem nächsten Redner loswerden könnte. Ob wir mit diesem Gesetz eigentlich die richtigen Signale in die Welt senden. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem Gesetz ein richtiges Signal in die Welt senden. Wir senden das Signal, unser Land setzt angesichts seiner alternden Bevölkerung verstärkt auf die Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Und dafür legen wir heute einen Gesetzentwurf vor, den wir heute beschließen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir machen das im parlamentarischen Verfahren mit wesentlichen Verbesserungen im Vergleich zum Entwurf der Bundesregierung. Wir werden bei der Chancenkarte einen echten Anschlusstitel schaffen. Wir orientieren uns mit der Chancenkarte, mit dem Punktesystem an erfolgreichen Einwanderungsländern auf der Welt. Wir werden bei der blauen Karte endlich die Kritik aufnehmen, die wir aus der Praxis, die wir von den Arbeitgebern seit Jahren hören, nämlich dass die Gehaltsgrenzen zu hoch sind. Und das wird dazu führen, dass diese Instrumente, die Chancenkarte und die blaue Karte, auch für kleine und mittlere Betriebe einen realen Unterschied machen können. Das ist doch ein entscheidender Fortschritt und das brauchen wir, um den Arbeitskräftemangel in Deutschland zu bekämpfen. Dann taucht in dieser Debatte die Frage auf, ob wir angesichts der Überforderung der Kommunen mit der Fluchtmigration uns dieses Gesetz überhaupt leisten können. Und ich will Ihnen dazu ganz klar sagen, dass ich zu einer anderen Schlussfolgerung komme als so mancher Redner hier. Ich glaube, es ist gerade in Krisenzeiten wichtig, dass diese Bundesregierung, dass diese Parlamentsmehrheit auch strukturelle Reformen angeht. Denn wir hatten in der Vergangenheit politische Mehrheiten in diesem Land, die haben sich ausschließlich mit der Bewältigung von Krisen befasst. Die waren so sehr befasst mit der Bewältigung von Krisen, dass die strukturellen Probleme niemals angegangen worden sind. Und es wäre fahrlässig angesichts der Krisen in der Welt, in Europa und in diesem Land, das Nötige zu unterlassen, weil man so sehr mit dem Dringlichen beschäftigt ist. Und auch deswegen senden wir mit diesem Signal ein gutes Zeichen in die Welt. Wir zeigen, diese Bundesregierung, diese Parlamentsmehrheit, sie kümmert sich um die strukturellen Probleme in diesem Land, hier den Arbeitskräftemangel, und nicht nur um die Bewältigung von Krisen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir senden mit diesem Gesetz auch das Signal in die Welt, dass Deutschland mehr reguläre und weniger irreguläre Migration braucht. Und das tun wir, indem wir ein Instrument ausweiten, das zu den erfolgreichsten Arbeitsmarktinstrumenten der letzten Jahre gehört, nämlich die Westbalkanregelung. Mit der Westbalkanregelung können ja Menschen aus den Staaten des westlichen Balkans, wenn sie ein konkretes Arbeitsplatzangebot haben, direkt nach Deutschland einwandern. Wir verdoppeln jetzt das Kontingent, haben viele Arbeitgeber immer sich gewünscht. Und ich will Ihnen mal vortragen, was das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Jahr 2020 zur Westbalkanregelung gesagt hat. Ich zitiere: Die Beschäftigungsverhältnisse sind stabil, Arbeitslosen- und Leistungsbezieherquoten außergewöhnlich gering und die Verdienste nicht geringer als bei den meisten Vergleichsgruppen. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Achtung! Insbesondere zeigt sich, dass es für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration durchaus hinreichend ist, den Arbeitgebern die Auswahlentscheidung zu überlassen. Ja, das sind doch mal Nachrichten, die wir gerne hören in diesem Parlament. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, da muss ich doch einmal zurückfragen, was haben CDU und CSU eigentlich gegen Arbeitgeber? Was haben sie eigentlich gegen die Interessen der Wirtschaft? Was haben sie eigentlich dagegen, eines der erfolgreichsten Instrumente bei der Einwanderung in den Arbeitsmarkt auszudehnen? Das machen wir. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen sogar noch weiter. Wir wollen dieses Instrument der Westbalkanregelung auch anderen Staaten anbieten, die uns dabei helfen, die irreguläre Migration nach Deutschland runterzubringen. Das brauchen wir. Und was wir noch brauchen, ist der Spurwechsel. Denn es ist doch aberwitzig, dass es in Deutschland heute einfacher ist, ins Asylsystem einzuwandern, als in den Arbeitsmarkt. Das kehren wir um mit diesem Gesetz und damit setzen wir die richtigen Prioritäten mit diesem Gesetz.
Was haben Sie eigentlich gegen die Wirtschaft? Ich verstehe es nicht. Wir senden mit diesem Gesetz die richtigen Signale. Wir müssen aber auch selbstkritisch sein und wir müssen festhalten, dass die Migrationsverwaltung in unserem Land aktuell nicht auf der Höhe der Zeit ist. Wir haben zu viel Bürokratie, wir haben unklare Zuständigkeiten, wir haben viel zu wenig Digitalisierung. Und weil das so ist, ist das heutige Gesetz nicht das Ende der Diskussion, sondern das heutige Gesetz ist der Beginn einer großen Einwanderungsreform, auch einer Reform der Migrationsverwaltung. Wir machen uns heute auf den Weg. Wir bitten um Zustimmung und vielleicht kann ja die Union noch mal bei den Arbeitgebern im Wahlkreis nachfragen und dann am Ende doch zustimmen. Ganz herzlichen Dank. Deutschland braucht Fachkräfteeinwanderung. Darüber sind sich nahezu alle einig, vielleicht mit Ausnahme der AfD. Ankündigung zu machen. Der Abgeordnete Bernd Schattner hat fristgerecht Einspruch gegen den in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsruf eingelegt. Dem Einspruch wurde nicht abgeholfen. Der Einspruch wurde als Unterrichtung verteilt. Gemäß § 39 der Geschäftsordnung ist der Einspruch auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Der Bundestag hat über den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden. Die Entscheidung über den Einspruch wird als Zusatzpunkt 17 nach Tagesordnungspunkt 23, das ist gegen ca. 13.10 Uhr, aufgerufen. Wir gehen weiter in der Debatte. Nächste Rednerin für die Fraktion. Bernd Schattner ist AfD-Abgeordneter. Was da vorgefallen ist, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Aber wer die nächste Rednerin ist, nämlich Susanne Ferschel für die Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Es ist gut und notwendig, dass wir heute die Einwanderung von Fachkräften erleichtern. Aber leider war die Bundesregierung nicht dazu imstande, gleichzeitig ausbeuterische Arbeitsverhältnisse und Lohndumping einzudämmen. Es geht nämlich nicht nur um die gut qualifizierte Fachkraft in der IT-Branche, sondern auch um die Bereiche, in denen aufgrund mieser Löhne und Arbeitsbedingungen niemand mehr arbeiten will. Gastro, Bau, Pflege, auf den Feldern zur Erntezeit. Und Beschäftigte, die über die sogenannte Westbalkan-Regelung dort ohne große Hürden zu uns kommen, arbeiten überwiegend in diesen Branchen. Und deren mittleres Einkommen liegt im Vergleich zu allen anderen Beschäftigten um 1.000 Euro niedriger. Das ist doch unwürdig. Und die Bundesregierung weitet diese Regelung jetzt auch noch aus und überträgt die Systematik auf andere Länder. Das lehnen wir entschieden ab. Notwendig wären zwei Dinge. Erstens, stärken Sie das Aufenthaltsrecht der Beschäftigten nur. Nur dann werden Sie den Mut haben, sich gemeinsam mit Ihren inländischen Kolleginnen und Kollegen gegen miese Arbeitsbedingungen zu Wehr zu setzen. Und zweitens, Herr Minister, stärken Sie endlich die Tarifbindung. Nur Tarifverträge schaffen Mindeststandards und verhindern Lohndumping. Und es darf doch nicht sein, dass Arbeitgeber auf den Zuzug billiger Arbeitskräfte setzen, statt Arbeitsbedingungen und Löhne zu verbessern. Und abschließend will ich noch eines sagen. Wenn Sie zeitgleich die Festung Europa mit Haftanstalten an den Außengrenzen immer weiter ausbauen, dann ist das zynisch. Denn die Einteilung von Menschen in diejenigen, die sie gebrauchen und vermeintlich nicht gebrauchen können, diese Politik, die jeden humanitären Anstand verloren hat, die lehnen wir ab. Vielen Dank. In der Debatte hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion Hakan Demir. Meine sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bis 2035 werden etwa 7 Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt rausgehen, weil sie zwischen 55 und 64 geboren worden sind. Das ist eine Herausforderung für dieses Land. Und wir gehen dieser Herausforderung an mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, aber auch in 1 bis 2 Stunden auch mit dem Weiterbildungsgesetz. Und das ist ein gutes Zeichen in die Gesellschaft. Wir haben in der Debatte zwei Punkte gehört, Westbalkan-Regelung.
hier mal an die Erinnerung an die CDU-CSU. Das ist eine Regelung, die wir gemeinsam vorangebracht haben, 2015, 2016. Das ist eine gute Regelung, dass wir sie ausbauen. Ist halt auch natürlich in Ordnung. Deshalb könnten Sie der Regelung auch zustimmen. Der zweite Punkt ist Ausbildungsduldung 60c im Aufenthaltsgesetz. Haben wir auch gemeinsam vorangebracht. Also auch eine gute Regelung. Und jetzt machen wir aus dieser Duldung einen Aufenthaltsstatus, einen Aufenthaltstitel. Also erweitern das auch noch mal weiter. Liebe CDU-CSU, ich hoffe, dass da 10, 15, 20 von Ihnen da sind, die diesem Gesetz zustimmen werden. Und ich habe auch gehört, in der Fraktion gab es da auch noch mal Diskussionen dazu. Ich bitte Sie, stimmen Sie diesem Antrag zu. Zu der einen wichtigen Regelung, was immer wieder vergessen wird, diese 2+2-Regelung, dass man sagt, im Ausland haben Sie eine zweijährige Ausbildung und eine zweijährige Erfahrung. Das, was aber hier nicht erwähnt wird, ist der Arbeitgeber, der einen Arbeitsvertrag dieser Person gegeben haben muss. Also haben wir da verschiedene Hürden und Bedingungen, unter denen die Menschen hier hinkommen können. Und wir haben auch noch eine Bedingung, liebe Linksfraktion. Wir haben auch die Tarifbindung gestärkt, weil die Person kann nur nach Deutschland kommen, wenn die Tarifbindung da ist oder hohe Gehaltsschwellen. Und das ist auch ein gutes Zeichen. Letzter Punkt. Ich hätte es gut gefunden, wenn wir hier im Parlament auch eine klarere Kommunikation geschafft hätten. Leider haben wir es nicht hinbekommen. Wir müssen natürlich auch eine offene Gesellschaft sein, die neue Nachbarinnen und Nachbarn akzeptiert. Und das muss auch in der Kommunikation klar sein, liebe CDU/CSU, weil sonst kommen diese Menschen nicht und bleiben auch nicht. Es gehen auch viel zu viele wieder auch zurück, auch Menschen, die als Fachkraft hier in dieses Land gekommen sind. Wenn wir wollen, dass die neuen Nachbarinnen und Nachbarn mit uns zusammen den Wohlstand hier sichern, dann müssen wir auch eine offene Kultur haben, auch eine Freundlichkeit haben. Und die muss auch hier bei uns im Bundestag starten und beginnen. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Alexander Trom. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, das ist kein Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften, das Sie uns heute hier vorlegen. Das ist ein Gesetz zur Einwanderung von Minderqualifizierten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau für diese Gruppe brauchen wir keine Zuwanderung aus anderen Ländern, weil mit dieser Gruppe müssten wir dieses aus eigenen Kräften, aus eigenen Potenzialen in Deutschland lösen können. Wir haben 1,7 Millionen offene Stellen, im Übrigen 300.000 weniger, Frau Ministerin Faeser, als noch vor einem halben Jahr. Nur 24% der offenen Stellen werden im Bereich der Unqualifizierten, deren ohne Berufsabschluss gesucht. Etwa 400.000. Bei 1,6 Millionen Leistungsempfängern, die erwerbsfähig wären, müsste das doch möglich sein, dieses daraus zu decken. Aber die Bemühungen haben Sie ja spätestens mit dem Bürgergeld aufgegeben, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Zukunft reicht eine zweijährige Ausbildung nach den Regeln des Herkunftsstaates. Wir ordnen uns also zukünftig den Ausbildungsordnungen aller 195 Länder dieser Erde unter. Das kann doch nicht der Maßstab für Deutschland sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Ihr so tolles Punktesystem von der FDP hat mit dem kanadischen Punktesystem so viel gemeinsam wie der kanadische Elch mit der deutschen Feldmaus. Denn Kanada macht eine Bestenauslese auf höchstem Niveau. Ihr Punktesystem legt Mindestanforderungen fest auf niedrigstem Niveau. Und damit öffnen Sie den Markt vor allem für Minderqualifizierte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Westbalkanregel. Die Westbalkanregel. Machen Sie von der Ampel zu einer Weltbalkanregel. Sie wollen, dass dieses Instrumentarium, das bisher für einen kleinen, begrenzten Länderanteil in Europa gilt und wirkt, erstens verdoppelt wird vom Kontingent und zweitens
auf andere Länder außerhalb Europas angewendet werden kann. Die FDP hat vorgeschlagen, Nigeria, Maghreb, Gambia und Indien. Da wollen Sie es ausweiten und Ihrem Migrationsbeauftragten als Verhandlungsmasse an die Hand geben, um Migrationsabkommen zu machen. Das schadet langfristig Deutschland, weil Sie das Kontingent auch erhöhen. Denn, Herr Kollege Kuhle, für diese Welt-Balkan-Regelung brauchen Sie keinerlei Qualifikationsnachweis. Einfach ein Arbeitsvertrag zum Mindestlohn reicht aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und neben dem unsäglichen Spurwechsel, da wurde schon was dazu gesagt, macht die Ampel jetzt auch noch den Zweckwechsel. Zweckwechsel bedeutet, dass zukünftig jemand, der mit dem Touristenvisa eingereist ist und hier zufällig in Deutschland einen Arbeitsplatz findet, dann bleiben kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Touristenvisa wird nichts überprüft, anders als beim Arbeitsvisum. Und deswegen gibt es in allen Einwanderungsländern dieser Erde, Kanada, Australien, Amerika, alle Länder lehnen dieses ab. Das ist ein Ausschlussgrund für die Arbeitserlaubnis, wenn Sie mit dem Touristenvisa kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die offizielle Aufforderung der Ampel an die Menschen, zum Missbrauch über ein Touristenvisa nach Deutschland zur Arbeit zu kommen. Und das wird in Zukunft das Einfallstor vor allem für unqualifizierte Migration in unserem Arbeitsmarkt sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetz wird langfristig unserer Volkswirtschaft und unserer Gesellschaft schaden, weil der Nutzen nicht gegeben ist. Deswegen lehnen wir es ab. Der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion mit einigen Argumenten, die er hier vortrug. Nächste Rednerin ist Misbah Khan für die Bündnisgrünen. Sie ist Mitglied im Innenausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Nancy Faeser hat schon gesagt, in Deutschland sind fast 2 Millionen Stellen offen. Im vergangenen Jahr konnten über 600.000 Stellen nicht mit passend qualifiziertem Personal besetzt werden und knapp 70.000 Ausbildungsstellen blieben komplett unbesetzt. Der Mangel an Arbeitskräften ist so gravierend, dass es für kleine und mittlere Unternehmen mittlerweile existenzbedrohend ist. Bereits heute ist fehlendes Personal eines der Hauptgründe für Insolvenzen. Es fehlen also Arbeitskräfte, die das Dach decken. Es fehlen Arbeitskräfte, die die Oma pflegen. Es fehlen Arbeitskräfte, die die Computerchips einbauen. Und es fehlen Arbeitskräfte, die die Kinder betreuen. Dass unter diesen Voraussetzungen eine Regierung derart von der Opposition kritisiert wird, weil sie ein Problem lösen möchte, das schon lange gelöst werden sollte, kann ich wirklich nicht verstehen. Und Herr Trom, bitte reißen Sie sich an dieser Stelle auch zusammen und hören Sie auf, Fakten zu ignorieren. Akzeptieren Sie endlich, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort angewiesen ist auf ausländische Arbeitskräfte. 86 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung gehen uns jedes Jahr verloren. Aber zum Glück gibt es die Ampel. Zum Glück gibt es ab heute hoffentlich dann auch ein modernes Einwanderungsrecht, das seinen Namen verdient. Im politischen Verfahren haben wir uns viel vorgenommen. Wir wollten das Einwanderungsrecht noch weiter öffnen. Wir wollten die Hürden noch weiter senken, die Bürokratie noch weiter abbauen, Familien noch mehr mitnehmen und neue Zugangswege schaffen. Und all das haben wir geschafft. Dank dessen wird Deutschland zukunftsfest sein. Und dank dessen werden wir Menschen zum Leben und zum Arbeiten nach Deutschland einladen können. Und liebe Union, ja, wir beschließen heute den Einstieg in den Spurwechsel. Und Frau Lindholz, es ist schade, dass Sie nicht verstanden haben, worum es geht. Ich erkläre es Ihnen gerne nochmal. Es geht um Menschen, die aktuell im Asylverfahren sind. Das heißt, die heute schon hier leben. Und wer jetzt sich diesem Spurwechsel verweigert, der trennt zwischen guten Migranten, die aus Brasilien oder Indien kommen, und schlechten Migranten, die aus Syrien oder Afghanistan kommen. Und das gibt es für uns nicht. Für uns sind alle Menschen hier willkommen, die die Voraussetzungen erfüllen und hier arbeiten möchten. Ganz egal. Es ist ein bisschen lächerlich, wirklich. Für uns ist es egal, ob die Menschen am Ende mit dem Flugzeug, mit dem Auto, mit dem Zug oder übers Mittelmeer nach Deutschland gekommen sind. Solange sie hier arbeiten wollen, sind sie willkommen. Und der Spurwechsel und der Zweckwechsel, der wird kommen. Daran werden sie auch heute nichts ändern können.
Es tut mir wirklich leid, dass es Ihnen so wehtut, dass wir den Einwanderungsweg nach Deutschland leicht machen wollen. Aber ich wünsche Ihnen an der Stelle wirklich viel Spaß in Ihren Wahlkreisen, wenn Sie mit den lokalen Gastronomien sprechen möchten, mit den Hotels oder mit den Handwerksbetrieben, weil die werden sich freuen. Dank uns wird es mehr Personal geben. Je lauter Sie pöbeln, desto mehr ist es der Beweis, dass wir uns endlich verabschiedet haben von einer restriktiven, migrationsfeindlichen Wirtschaftspolitik. Und es freut mich an der Stelle wirklich vielen, vielen Dank. Der Bundestag diskutiert über die Novelle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Nächste Rednerin in der Debatte ist Nadine Schön. Von der CDU-CSU, sie ist eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Heimatgemeinde im Norden des Saarlands, sehr ländlich. Der Elektriker muss Aufträge ablehnen, weil ihm die Fachkräfte fehlen. Im Seniorenheim wartet man monatelang auf die neuen Kollegen aus Ghana und Indien. Das Technologieunternehmen will seit Wochen das Visum ihres Entwicklers verlängern, bekommt aber keinen Termin auf der Ausländerbehörde. Ob Stadt, ob Land, Handwerk, Pflege oder Hochtechnologie, ohne gute Fachkräfte aus dem Ausland geht nichts mehr. Und deshalb, Herr Kleinwächter, starker Widerspruch. Wir sind ein Einwanderungsland und wir brauchen auch die Fachkräfte aus dem Ausland. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, Sie versuchen nun heute den Eindruck zu erwecken, dass mit Ihrer Politik und speziell mit diesem Gesetz das Problem gelöst wird. Und ich sage Ihnen, das wird es nicht. Mit Ihrer Politik sorgen Sie zwar dafür, dass viele Menschen in unser Land kommen, im letzten Jahr über 1,3 Millionen Menschen. Aber die wenigsten davon sind Fachkräfte. Es sind viele Flüchtlinge, denen wir helfen wollen. Es sind aber auch viele Menschen, die in unser Land kommen, die nicht die nötigen Qualifikationen mitbringen, um für unseren Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Und was wir doch brauchen, sind gut qualifizierte Fachkräfte, die in den Pflegeheimen, in den Unternehmen, in den Betrieben arbeiten können. Und mit diesem Gesetz lösen Sie dieses Problem eben auch nicht. Denn auch in der Anhörung und bei jedem Gespräch vor Ort hören wir doch immer wieder, das Problem sind die komplexen Prozesse, die langwierigen Verfahren, die total überlasteten Behörden, gerade auch die intransparenten und sehr, sehr langen Visa-Verfahren. Das ist das Kern des Problems. Und das lösen Sie mit diesem Gesetz nicht. Und deshalb fordern wir in unserem Antrag, entrümpeln Sie diese Verfahren, bauen Sie das Ganze neu auf, schaffen Sie eine neue Agentur. Wir nennen sie Work-and-Stay-Agentur, eine Agentur, die digitale Prozesse aufbaut und mit einer das Behördenwirrwarr entschlackt und mit schlanken und konsequenten Verfahren dafür sorgt, dass die Menschen, die bei uns arbeiten wollen, die Menschen, die die nötige Qualifikation haben und die Unternehmen, die diese Menschen hier anstellen wollen, dass diesen schnell und problemlos geholfen wird. Das packen Sie mit diesem Gesetz nicht an. Die Kollegen haben schon gesagt, die Probleme werden verschärft und nicht gelöst. Frau Schön, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Abgeordneten Hubertus Heil? Gerne. Nein, Herr Kollege, ich missbrauche gar nichts. Ich bin Abgeordneter des Deutschen Bundestages, genau wie Sie. Liebe Frau Schön, Sie wissen, ich schätze Sie sehr. Wir haben zusammengearbeitet in einer Regierung davor. Und ich weiß, das ist ja ganz offen, ganz klar, dass wir damals wahrscheinlich persönlich beim Einwanderungsrecht, das ich mit Herrn Seehofer damals verhandelt habe, vielleicht sogar noch ein Stück weitergekommen wäre, gerade was den Abbau von bürokratischen Hürden betrifft und damit übrigens auch, was die Zusammenführung der Administration anbelangt. Denn Sie haben vollkommen recht, das modernste Einwanderungsrecht allein reicht nicht, wenn man nicht dafür sorgt, dass wir besser werden bei der Berufsanerkennung. Das machen wir übrigens mit dem Gesetz leichter. Und auch bei der Frage der Visaerteilung und all dem. Das machen wir als Koalition. Darauf können Sie sich verlassen. Aber eins, da will ich Ihnen einfach mal sagen, bin ich Ihnen dankbar. Sie sprechen hier nicht von Minderqualifizierten im Gegensatz zu Ihrem Kollegen, weil beruflich qualifizierte Menschen aus anderen Ländern keine Minderqualifizierten sind, sondern Fachkräfte, die wir in Deutschland brauchen. Ich wollte
Ich wollte Ihnen einfach nur sagen, weil ich muss ja keine Frage stellen, als Zwischenbemerkung, ich danke Ihnen für Ihre Einstellung. Sie unterscheidet sich wohltuend von anderen Kollegen in Ihrer Fraktion. Bitte setzen Sie sich mal durch in der CDU. Wir brauchen mehr Laschet und weniger Söder. Meine Frage ist, Frau Präsidentin, habe ich, glaube ich, die Möglichkeit zu antworten. Herr Minister, ich denke, wir sind uns einig, dass wir Menschen aus dem Ausland brauchen. Es ist aber so, dass es verschiedene Qualifikationsniveaus gibt. Und was wir brauchen, sind Menschen, die gut qualifiziert sind, die die deutsche Sprache sprechen oder die in der Lage sind, hier in unserem Land entsprechend so geschult werden, dass sie für unseren Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Was wir aber nicht brauchen, sind viele Menschen, die in unser Land kommen und die im Zweifel in unseren Sozialsystemen wandern. Landen. Denn heute ist es schon so, dass wir zu wenig Wohnraum haben, dass die Schulen und Kindergärten überlastet sind, dass die Behörden, dass die... Herr Heil, stehen Sie bitte noch mal auf. Die Kollegin war noch nicht fertig mit der Antwort. Also ich wiederhole den Satz. Schon heute ist es so, dass wir zu wenig Wohnraum haben, zu wenig Kindergärten und Schulen, dass die Behörden überlastet sind. Und deshalb muss es darum gehen, so effizient zu sein, dass wir nicht den Flaschenhals noch weiter verringern, dass wir es schaffen, dass die gut Qualifizierten in unser Land kommen, diejenigen, die auch von unseren Unternehmen und in den Pflegeeinrichtungen gebraucht werden und dass wir dafür schlanke und funktionsfähige Verfahren machen. Es hilft uns nichts, mit auch diesem neuen Gesetz noch mehr Menschen in unser Land zu holen, die die Probleme nicht wirklich lösen. Das wird nicht dazu führen, dass wir ein funktionsfähiges Land haben. Und deshalb kritisieren wir genau das an Ihrem Gesetz. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne in der verbleibenden Redezeit auch noch den Fokus richten als Bildungs- und Forschungspolitikerin auf diejenigen, die hier in unserem Land eine Ausbildung oder ein Studium machen. Denn auch das haben wir in unserem Antrag, den ich Ihnen zur Annahme empfehle, noch mal fokussiert. Wir müssen gerade für diese Menschen es schaffen, dass sie etwa auch bei einem Studienplatzwechsel oder auch nach Beendigung ihres Studiums die Wege in die qualifizierte Beschäftigung ebnen. Auch das gibt das Gesetz nicht her. Und deshalb empfehle ich Ihnen die Annahme unseres Antrags und die Ablehnung dieses Gesetzes. Das wird nicht an den entscheidenden Stellen die Verbesserung bringen. Im Gegenteil, es werden Sachen verschlimmert. Und deshalb können wir Ihrem Gesetz nicht zustimmen. Nadine Schön weiß selber, dass der Antrag, den die Union hier einbringt, sicherlich von der Mehrheit des Hauses abgelehnt werden wird. Aber sie hat es noch mal dargestellt, dass in diesem Antrag zum Beispiel Verbesserungen für die Ausbildungssituation nach einer Ausbildung oder eines Ausbildungswechsels für ausländische Arbeitnehmer enthalten ist. Nächster Redner, Sebastian Hartmann für die SPD. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass die heutige Debatte sehr deutlich aufzeigt, dass wir offensichtlich in zwei Lebensrealitäten leben. Die Union hat sich ihre eigene Welt gebaut, in der es immer nur den Ausländer als Problemfall gibt. Und gehen Sie doch mal in Ihre Wahlkreise, sprechen Sie mit den Menschen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, regen Sie sich nicht auf, Sie werden eine Erkenntnis erlangen, die Ihnen vielleicht die Zustimmung ermöglicht. Wenn in diesem Land Operationen verschoben werden, Busse nicht fahren, Handwerkertermine wie Mangelware im Regal liegen, dann ist es ein Problem, dass in diesem Land ganz, ganz viele Stellen nicht besetzt sind. Frau Schön, Sie haben eine wunderbare Problembeschreibung geliefert. Die Lösung bietet die Ampel mit dem heutigen Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Dramatisch ist allerdings der Auftritt, weil es braucht auch ein Umfeld. Reden Sie mit den Arbeitgebern und an die große deutsche Industrie, Großindustrie in Deutschland, bevor Sie das nächste Mal das Scheckbuch zücken und da einen Millionen rüberschieben. Fragen Sie sich, wer den Wohlstand in diesem Land gefährdet, es ist die CDU/CSU. Herr Hartmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion? Nein. Dann könnte ich nämlich an dieser Stelle gut überleiten. An weiten Teilen der Debatte sieht man eins. Sie beklagen die Absenkung des Sprachniveaus. Aber was Sie tatsächlich tun, Sie reduzieren die Sprache auf Ressentiment und Rückstand. Wir brauchen Einwanderung in diesem Land, weil es wohlstandsgefährdend ist, dass wir so viele Stellen so lange offen gelassen haben. Und lassen Sie uns realistisch sein. In der Vergangenheit haben wir einiges auf den Weg gebracht gegen den Widerstand der Union.
Aber es ist nicht gelungen, die offenen Stellen zu besetzen. Und dafür bieten wir etwas. Und es wäre ein Irrsinn, dass Menschen, die hier sind, die automatisch in den Fachkräftetitel wechseln könnten, erst ausreisen zu lassen und sie dann wieder einreisen zu lassen. Es ist ein Wettbewerb um die besten Köpfe auf dieser Welt. Und deswegen lade ich Sie herzlich dazu ein, weil ich auch weiß, dass in der Union hoch umstritten ist, welcher restriktive Migrationskurs hier gefahren wird. Wir ordnen die Migration, indem wir auf europäischer Ebene ein einheitliches Asylsystem schaffen. Wir schaffen etwas auf dem Fachkräftemarkt, indem wir ein modernes Gesetz machen, indem wir sehr pragmatisch sind. Sie haben auch den Kontakt in den Wahlkreisen. Hören Sie auf die Menschen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir bieten gute Lösungen. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention der Abgeordnete Gottschalk. Kai Gottschalk von der AfD. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, dass Sie dann immer zumindest den demokratischen Diskurs hier ermöglichen, aufgrund des undemokratischen Verhaltens der anderen Parteien, die selten Zwischenfragen zulassen. Vielleicht, weil Sie Angst haben, mit der Realität konfrontiert zu werden. Die erste ist ja, Sie haben ja noch nicht mal einen Wahlkreis, Herr Hartmann, und reden hier über einen Wahlkreis. Aber kommen wir mal zum Lebensirrtum aller Parteien, die hier länger sitzen. Das kanadische Modell, was hier immer als Vorbild so schön zitiert wird, oder ein modernes Einwanderungsrecht, damit hat Ihr Gesetz schon mal gar nichts zu tun. Es müsste erst mal Geringfügigkeits- oder geringfügig qualifizierten Gesetz heißen, dass hier die Einwanderung ermöglicht wird. Das kanadische Modell ist deshalb so stark, weil das Land attraktiv ist. Wirtschaftszahlen, wir haben den Wirtschaftsminister, der hat ja so viel Ahnung von Wirtschaft wie meine Mutter, Sie möge es mir verzeihen, von Fußball, nämlich keiner. Australien hat einen Steuersatz von 30%, Spitzensteuersatz, Einkommensteuer. Die USA 37%, Kanada, spitzen Sie die Ohren, liebe Schuldenkoalition, 29%. Und Deutschland im OECD-Vergleich, 42% Spitzensteuer und 47,8% Abgaben für Alleinstehende. Ich nehme jetzt mal bewusst Alleinstehende. Das ist der erste Grund, warum Leute kommen. Das ist aber auch der zweite Grund, warum seit 2022 die aktuellen Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung eine Viertelmillion deutscher qualifizierter Kräfte abgewandert sind. Und davon ist der größte Teil, das sind Akademiker. Also das ist ein Schmarrn. Die Menschen wandern ab aufgrund ihrer Politik. Deswegen sind Ärzte nicht in Krankenhäusern. Deswegen gibt es keine Heizungsbauer. Die werden nämlich mit rotem Teppich in Kanada empfangen. Und wenn Sie dann von Kanada sprechen, Herr Kollege, da müssen Sie ein Jahr in der Lage sein, die Sozialleistung zu finanzieren, weil Sie auch mal arbeitslos werden können. Sie geben hier das Geld, ist die Kollegin Schön hat es gesagt, Preis. Es ist eine Einwanderung in die Sozialsysteme, die Sie ermöglichen. Es ist ein Etikettenschwindel. Sie machen aus Ihrem Asylrecht im Prinzip ein Geringfügigkeits-Einwanderungsgesetz, meine Damen Kommen und Herren. Kommen Sie zum Schluss. Das ist eine Kurzintervention. Und ganz kurz, das muss hier noch gesagt werden. Wir haben in Deutschland überhaupt nur noch 19 Millionen Menschen, die Nettozahler sind. Herr Gottschalk, die Zeit ist jetzt wirklich um für die Kurzintervention. Okay, also beantworten Sie mir mal die Frage, was Sie da eben postuliert haben und wo Sie diese irrigen Aussagen hernehmen, Herr Kollege. Herr Hartmann, möchten Sie antworten? Sie haben das Wort. Die Frage des Abgeordneten der Rechtsaußenfraktion eröffnet die Möglichkeit, dass ich auch im Blick auf unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die diese Debatte verfolgen, auf einen Punkt deutlich hinweise. Das Umfeld, in dem Migration stattfindet, braucht eine Willkommenskultur, in dem wir sagen, wir wollen eine Fachkräftemigration haben. Wir befinden uns in einem Wettbewerb international um die besten Köpfe. Meine Damen und Herren, wer diese Fraktion regelmäßig in diesem Haus ertragen muss, der erlebt, dass ein gesellschaftliches Klima des Hasses geschaffen wird, in dem Angst verbreitet wird und Ressentiments gegen Menschen mit einer Migrationsgeschichte geschaffen wird, die uns als Demokratinnen und Demokraten dazu leiten muss, dass diese Fraktionen aus allen deutschen Parlamenten zu fliegen haben. Und wenn uns das gelungen ist, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dann werden wir im internationalen Wettbewerb als weltoffenes, als tolerantes Land die besten Fachärzte gewinnen. Wir werden die freien Stellen besetzen, die in Krankenhäusern in der Pflege sind. Die Busse werden fahren wieder. Es wird keinen Mangel in den Berufen geben, wo wir seit Jahren, Jahrzehnten so viele offene Stellen haben.
Aber lassen Sie uns mit den rückwärtsgewandten Debatten aufhören. In unserem Gesetz ist es eindeutig geregelt. Die Voraussetzung entweder der Arbeitsplatz, die Chancenkarte mit dem klaren Punktesystem im internationalen Wettbewerb und immer wieder die Voraussetzung auch beim Familiennachzug mit Lebensunterhaltssicherung. Lassen Sie diese Verhetzung nicht zu. Und deswegen ist mein Appell zum Schluss an die demokratische Fraktion der CDU/CSU. Ich weiß, dass Migration ein umstrittenes Thema ist. Aber lassen Sie uns in diesem erfolgreichen Land, der erfolgreichsten Republik, die wir je auf deutschem Boden hatten, das Thema Migration zu einem beiderseitigen Vorteil gestalten. Wir werden streiten um die besten Lösungen. Aber die Art und Weise, wie hier manche Auftritte stattfinden, wie manche Wortwahlen gefehlt werden, ermöglichen das. Herr Hartmann, kommen Sie auch bitte zum Schluss. Jetzt ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion Marc Bierdatz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt atmen wir erst mal durch. Die Ampel-Bundesregierung scheint aus ihren Fehlern wie beim Heizungsgesetz einfach nicht zu lernen. Statt sich Zeit zu nehmen, um Gesetze in einem ordentlichen Verfahren zu beraten, um diese zu verbessern, setzen Sie lieber auf die Brechstange an bewährte parlamentarische Abläufe. Wir diskutieren heute ein Gesetz, das erneut mit heißer Nadel gestrickt wurde, selbst in der Koalition umstritten ist. Anders, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, lässt es sich nicht erklären, warum wir erst am Mittwoch um 7.40 Uhr in der Früh die Änderungsanträge von Ihnen bekommen haben. So funktioniert kein parlamentarischer Prozess, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun zum Gesetz. Natürlich herrscht in Deutschland ein Mangel an gut qualifizierten Menschen, die etwas im Kopf haben, die mit den Händen arbeiten wollen. Aber Ihr Gesetz schafft genau hier keine Abkehr. Denn wir müssen die Prozesse verschnellern. Wir müssen digitaler werden. Wir müssen den Menschen zeigen, die in dieses Land einwandern wollen. In Deutschland funktionieren die Prozesse. Und schauen Sie sich doch nur an, in Frankfurt am Main liegen 15.000 unbeantwortete, unbearbeitete Anträge in der Ausländerbehörde. Liebe Ampelkoalition, das sind die Themen, an die Sie herangehen müssen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, und das sage ich als überzeugter Arbeitsmarktpolitiker der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Standards zu senken, Sprachniveaus zu senken, das wird nicht der deutschen Wirtschaft helfen, sondern das wird alles nur noch komplizierter machen. Und damit werden wir der deutschen Wirtschaft nicht helfen, weiter produktiv zu sein und schnell Menschen in diesem Arbeitsmarkt zu integrieren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, dem Entschließungsantrag der Union zuzustimmen. Wir haben mit der Work-and-Stay-Agentur genau diese Probleme identifiziert. Wir haben sie aufgeschrieben. Lassen Sie uns schneller, unbürokratischer und digitaler werden. Mit dem Antrag der Union werden wir genau diesem gerecht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, lassen Sie uns dieses Thema der Fachkräfte, der Arbeitskräfte, die wir in Deutschland brauchen, so diskutieren, dass wir nachher auch ein Ergebnis haben. Nur Ihr Gesetzentwurf schafft es nicht, dieses Problem zu lösen, denn Sie schaffen mehr Aufwand. Die Chancenkarte ist nicht die Lösung, sondern sie schafft mehr Bürokratie. Und dieses Land braucht jetzt Arbeitskräfte und nicht Bürokratie. Wir lehnen dieses Gesetz mit großer Überzeugung ab. Und Sie dürfen jetzt dem Entschließungsantrag zustimmen. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Martin Rosemann. Martin Rosemann ist der letzte Redner hier über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz heute Morgen.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Marc Bierdatz, also wenn in Frankfurt 15.000 unbeantwortete Anträge bei der Ausländerbehörde liegen, dann braucht Hessen offenbar eine neue Ministerpräsidentin. Wenn man Ihre Reden so hört von der Opposition auf der rechten Seite, dann kann ich da nur sagen, wenn wir in der Menschheitsgeschichte immer auf die Zweifler gehört hätten, dann hätten wir die Höhle aus Angst vor Unheil nie verlassen. Ich bin froh, dass wir eine Ampelkoalition haben, die das Notwendige umsetzt, anstatt ständig nach Gründen zu suchen, warum etwas nicht geht. Sie haben heute, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, gezeigt, dass Sie sich dafür entschieden haben, die Rolle des destruktiven Bedenkenträgers zu spielen. Ich kann nur sagen, schade, Chance verpasst. Meine Damen und Herren, wir alle erleben doch den Fachkräftemangel im Alltag. Wenn wir verzweifelt einen Handwerker suchen, wenn wir wieder mal die Kinder früher aus der Kita abholen müssen oder wenn die Eltern pflegebedürftig werden. Und die gute Nachricht lautet deshalb erstmal, wir brauchen alle in diesem Land und deswegen tut die Ampel zuvörderst alles, um inländische Potenziale zu nutzen und zu heben. Wir haben mit dem Bürgergeld die Förderung und die Weiterbildung von Langzeitarbeitslosen gestärkt. Wir haben ein Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt gemacht und damit die Chancen von Menschen mit Handicap verbessert. Nachher stärken wir die Weiterbildung von Beschäftigten und führen eine Ausbildungsgarantie ein. Wir brauchen aber. Herr Dr. Rosemann, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Nein. Nein. Wir brauchen aber beides. Inländische Potenziale und mehr qualifizierte Zuwanderung. Wer das eine gegen das andere ausspielen will, der spaltet und er sägt an dem Ast, auf dem wir alle sitzen. Er gefährdet den Wohlstand unseres Landes und die Zukunft unserer sozialen Sicherungssysteme. Und deswegen ist es heute und hier so wichtig, die Weichen für mehr qualifizierte Zuwanderung für unseren Arbeitsmarkt zu stellen. Wir schaffen und vereinfachen die Wege für Zuwanderung in qualifizierte Beschäftigung. Wir trennen humanitäre Einwanderung von Einwanderung in Arbeit und entlasten damit die Asylverfahren. Und wir bauen Bürokratie ab. Aber wir wissen auch, dass wir dieses Gesetz jetzt alle zusammen mit Leben füllen müssen. Auch in den Ländern und in den Kommunen müssen die Verfahren vereinfacht und digitalisiert werden. Das gilt für die Ausländerämter, aber auch für die Anerkennung von Abschlüssen, gerade in den Bereichen Pflege und Erziehung. Und vor allem, meine Damen und Herren, wir müssen zeigen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sein wollen. Offenheit und Vielfalt als Gewinn sehen, dass wir Integration leisten und auch einfordern, denn es werden Menschen kommen. Dabei ist die gesamte Gesellschaft gefragt, auch die Unternehmen, die von der Fachkräftezuwanderung profitieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die gut motivierten jungen Leute aus der ganzen Welt, die stehen nicht Schlange, um nach Deutschland zu kommen. Wir müssen um sie werben und wir müssen ihnen eine Perspektive anbieten, vollwertiger Teil dieser Gesellschaft zu werden. Und deswegen ist auch die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts so wichtig. Gerade mit Blick auf all diese Aufgaben sage ich, es ist gut, dass nicht mehr die ewigen Bedenkenträger regieren, sondern eine Koalition der Ermöglicher. Lassen Sie uns über den heutigen Beschluss hinaus das Notwendige Realität werden lassen. Vielen Dank. Notwendig wären zum Beispiel mindestens 400.000 Neubauwohnungen jedes Jahr. Denn wo sollen die Menschen wohnen? Versuchen Sie jetzt mal hier bereits eine Wohnung in Deutschland zu ergattern. Das wird auch schwierig werden für Fachkräfte. Gesundheit. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Abgeordnete Reichert. Und ich meine, Martin Reichert von der AfD. Das liegt im Wort. Ja, ich möchte Ihnen die Frage stellen,
In Deutschland sterben derzeit pro Jahr 250.000 Menschen mehr, als geboren werden. Tendenz stark steigend. Das heißt, wenn die geburtenstarken Jahrgänge, zu denen ich noch gehöre, ins Rentenalter gehen, dann werden diese Sterbeüberhänge noch weiter steigen. Wir verlieren also heute schon pro Jahr eine Stadt von der Größe Braunschweigs nur dadurch, dass mehr Menschen sterben, als geboren werden. Warum reden Sie immer von Fachkräften? Sie wissen ganz genau, dass wir diese Fachkräftemengen niemals aus Einwanderung werden generieren können. Sie müssen den Menschen endlich sagen, dass wir in Deutschland zu wenig Kinder haben. Und ich sage Ihnen, machen Sie endlich reinen Tisch. Sagen Sie den Menschen die Wahrheit und kümmern Sie sich darum, dass es endlich eine familienfreundliche Politik in Deutschland gibt. Wir haben Sterbeüberhänge seit 1972 und Sie tun seit 30 Jahren nichts. Und ich möchte von Ihnen wissen, was tun Sie gegen diese familienfeindliche Situation in Deutschland? Herr Dr. Rosemann, möchten Sie antworten? Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, wir haben in Deutschland Fachkräftemangel. Wir erleben ihn jeden Tag und wir haben nicht nur Fachkräftemangel, wir haben sogar Arbeitskräftemangel. Und die Wahrheit ist, dass sich dieses Problem in den kommenden Jahren noch dramatisch verschärfen wird, wenn die geburtenstarken Jahrgänge, nämlich die Babyboomer, in die Rente gehen. Dann werden jedes Jahr netto 400.000 Arbeitskräfte in etwa verloren gehen und diese Lücke müssen wir schließen. Und ich kann nur noch mal sagen, wir brauchen beides. Wir brauchen alle hier in diesem Land. Wir brauchen alle inländischen Potenziale und wir werden alles tun, um diese inländischen Potenziale zu heben und zu nutzen. Deswegen diskutieren wir gleich über eine Ausbildungsgarantie. Aber wer das gegen Weiterbildung ausspielt, der schadet diesem Land, der schadet der Zukunft dieses Landes und der schadet den Kindern, die heute klein sind und die in Zukunft geboren werden. Und deswegen, ich will Ihnen nur noch mal sagen, Sie sind nicht Teil der Lösung. Sie sind das Problem. Und Nationalismus, Abschottung und Menschenfeindlichkeit hat in der Geschichte der Menschheit immer nur ins Unglück und ins Verderben geführt. Die ganze Welt und auch dieses Land. Sehr viel Applaus auf der linken Seite des Hauses. Die Ampelfraktion und die Linke haben hier gerade den letzten Ausführungen sehr viel Applaus zugedacht. Und jetzt geht es zur Abstimmung. Kolleginnen und Kollegen, ja, wie eine Art Befreiung diese Rede. Jetzt fängt die AfD selber an mitzuklatschen. Kann sie auch, denn in den Umfragen liegt die AfD momentan sehr gut, nämlich mittlerweile vor der SPD. Über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Zu dieser Abstimmung liegen mir mehrere persönliche Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7394 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksachen 6500 und 6946 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen der CDU-CSU und der AfD. Wer enthält sich? Ist die Fraktion Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Wir kommen zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Es ist eine namentliche Abstimmung verlangt. Die Abgeordneten im Saal bitte ich nach der Eröffnung der namentlichen Abstimmung noch kurz
im Saal zu bleiben, weil wir noch eine einfache Abstimmung vornehmen. Sie haben für die Abgabe der Abstimmung circa 20 Minuten Zeit. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die Plätze einzunehmen. Das ist der Fall. Hiermit eröffne ich die namentliche Schlussabstimmung. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung werde ich Ihnen rechtzeitig bekannt geben.